Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhekirchen, unserem bedeutenden Städtchen. Den Status oder diesen Meilenstein haben wir jetzt ja erreicht. Auf der linken Seite unsere neu entworfene Mülldeponie. Da sollten wir ja auch ausreichend Platz jetzt haben, um der Müllprobleme Herr zu werden. Als nächstes möchte ich jetzt, dass wir uns mal hier um das Industriegebiet kümmern, denn das ist ja so ein bisschen generisch. Können wir ein bisschen näher ran. Das soll jetzt nochmal so ein bisschen mehr Struktur bekommen, ein bisschen mehr Leben. Das haben wir einfach nur so platziert. Wir sehen hier die ganzen Staus, die hier entstehen, weil die Autos alle nicht über die Hauptstraße fahren, sondern hier diese Nebenverbindung nutzen. Ja, das gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird, wenn wir jetzt hier das Industriegebiet umdesignen. Da ist heute der erste Unfall passiert. Was wir auch noch machen werden, ist, wir werden ja hier mittelfristig auch nochmal weitere Kohlekraftwerksblöcke brauchen, wenn man hier diese beiden Kraftwerksblöcke installiert. Gucken wir mal nach dem Strom. Produktion 28 Megawatt, verbraucht liegt bei 39. Das können wir direkt anpassen. Das liegt nämlich hier daran, dass der Strom nur bei 46% läuft. Den können wir auf 100% drehen. Beim Wasser, das sollte ja, glaube ich, passen. Ne? Gucken wir nochmal nach. Wasser, alles gut. Strom sieht jetzt auch gut aus. Da können wir sogar vielleicht ein bisschen höher gehen, aber das wird jetzt sich gleich anpassen. Wir werden dann hier noch zwei weitere Blöcke einplanen. Da haben wir ja ausreichend Platz, seitdem wir jetzt die Mülldeponien verschoben haben. Gut, wir wollen Osterfeld neu designen. Dazu müssen wir jetzt erstmal brutal ein paar Straßen abreißen. Ich denke, das ist nur konsequent. Die werden jetzt gleich alle verschwinden. Das reduziert dann natürlich auch unsere Einnahmen. Ich werde hier auch die Kreisverkehre mal wegmachen, denn wenn wir ehrlich sind, Kreisverkehre in einer noch nicht auf Nachhaltigkeit getrimmten Stadt ist wenig sinnvoll, sondern das werden wir gleich mit Ampeln machen. Aber wir haben den Meilenstein 9 erreicht, ein größeres Städtchen. Das heißt, wir haben jetzt neben dem Darlehenslimit auch noch Gewerbe mit hoher Dichte, das ist gut, werden wir aber noch nicht nachgehen. Das machen wir erst später. Da oben, da setzen wir eine Ampel hin. So, hat das geklappt? Ja, jetzt ist hier eine Ampel, ordentlich Verkehr. Hier können wir vielleicht mal Ampelschaltungen definieren. Das tut Markslow, glaube ich, auch ganz gut. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Auch hier könnte eine Ampelschaltung dem Verkehr helfen. Wir werden dann jetzt auch mittelfristig irgendwann mal Nahverkehr brauchen, aber im Moment noch nicht. Das kann auch weg da. Upsala, jetzt habe ich die Straße abgerissen. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Kreisverkehr abreißen. Hier soll eine reguläre Straße hin. Die ist, ach, das ist eine vierspurige Straße. Okay, das so, Häuser gerettet. Sieht gut aus. Alles klar. Hier haben wir noch eine Ampelschaltung. So, da haben wir die Verbindung wieder hergestellt. Ja. Dann fangen wir mal an und werden jetzt hier diese
diese Zonierung einmal aufgeben. Und dann werden wir jetzt auch hier die Industrien hier auch alle abreißen. Damit wir nämlich jetzt erstmal diese Seite von Osterfeld entwickeln können. Dazu brauchen wir ein bisschen Platz und werden dann hier, will ich jetzt ein bisschen, ja, eine etwas dynamischere Struktur der Straßenführung machen, dass man da quasi Unternehmen auch so ein bisschen erkennen kann, dass die so ein bisschen abgetrennt sind vom normalen Verkehr. Also hier zum Beispiel sowas. Gehen wir mal 78 Meter nach rechts, nach links, 78 Meter auch nach rechts. Macht dann nicht ganz. Dann machen wir das selber und dann gehen wir auch hier 78 Meter nach oben. Haben wir hier ein schönes Quadrat. Jetzt müsste es ja eigentlich auch hier klappen mit der Verbindung. Gut, man muss bei der Zonierung so ein bisschen auf sich setzen, erstmal die Straßen, weil natürlich die Zonen hier sich manchmal etwas komisch bilden, aber damit müssen wir leben. Ich baue jetzt mal weiter hier diese Straßen. Führungen und dann werden wir dann gleich ein paar Zonen und vor allem auch Parkplätze definieren. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Hier haben wir jetzt eine schöne dynamische Struktur. Das gefällt mir wirklich gut. Was wir jetzt noch machen können, ist damit, das ist jetzt so ein Trick für die Vanilla-Version, wir werden hier entlang der Hauptstraßen, damit die Zonen einigermaßen sich sortieren, werde ich hier Fußwege setzen. Das kennen wir ja schon aus City Skylines 1. Auch das war in der Vanilla-Version der Weg, um zu verhindern, dass entlang der einzelner Straßenzüge sich Zonen bilden. Das führt nämlich dazu, dass dann die Zonen sich neu sortieren. Und auch an der richtigen Straßenseite sind. Das ist halt auch noch ganz, ganz entscheidend. Genau, das ist das, was ich wollte. Sehr gut. Wir sollten vorher wie üblich Parkplätze definieren. Ah, hier gibt es jetzt Motorradparkplätze. Okay, das ist, glaube ich, auch noch ein neues Feature. Aber ich glaube, ein großer Parkplatz, das brauchen wir nicht. Wir werden hier mal diese breiten Parkplätze gucken, wo wir so platzieren können. Vielleicht hier entlang der Kohlstraße einmal. Da brauchen wir nämlich dahinter eine Gasse. Damit es da eine Verbindung hat, hat das jetzt hier hoch gemacht. Okay, das ist ja
Das ist ja Quatsch, aber hier müsste es ja Fabriksgasse, aber das passt ja sogar. Gute Namensfindung. Das sollte ja passen. Und dann platzieren wir nochmal so ein paar kleinere Parkplätze. Hier Ringstraße, das sieht auch ganz gut aus. Ich denke, hier vorne brauchen wir auch noch an der Straße einen Parkplatz. Dann setzen wir noch mal ein paar Fußwege als Verbindungsstücke. Wir setzen auch noch ein paar Kreisverkehre. Das Problem kennen wir schon, dass er das nicht mag. Leider Gottes, das müssen wir nochmal neu machen. Hier platzieren wir mal Bäume drin. Und dann müssen wir hier die Fußwege leider nochmal setzen. Das Spielchen kennen wir ja schon, dass er das nicht mag. Wunderbar, wir platzieren jetzt die Industrie. Das sollte jetzt ja auch schnell wachsen. Kleines bisschen Gewerbe kann nicht schaden. Mal hier vorne kann man dichtes Gewerbe platzieren und hier auf der Kante auch. So, das geht direkt runter. Die Industrie erholt sich. Wir gucken, was unser Budget macht. 8000 die Stunde, das ist gut. Dann können wir jetzt nämlich hier, gucken wir mal, das sieht doch schon mal ganz passabel aus. Jetzt hier diese Hilfswege einmal löschen. Das hätten wir gemacht. Wir können hier entlang auch noch mal ein bisschen Gewerbe platzieren. Der Bedarf ist auch da hoch. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Ansonsten hat es sich jetzt sofort gefüllt. Was haben wir hier? Getränke. Ja, Getränkemarkt kann nicht schaden. Den Teil zur, ja, ich sag mal, Verschönerung, dass wir jetzt hier gleich noch ein paar Bäume und sowas platzieren. Die verschwinden ja hier nicht in City Skylines 1. Die gehen ja nicht ein. Das machen wir am Schluss dieser Folge. Wir prüfen kurz den Status. Also Abfallwirtschaft ist noch knapp im Positiven. Da müssen wir vielleicht bald nachlegen. Strom ist gut, Wasser ist gut. Können wir gucken, wie jetzt die Arbeitslosigkeit aussieht. 52%. Aber ja, da stimmt noch was nicht. Das ist halt dieser Bug. Denn eigentlich bei Arbeitsplätze, Arbeitnehmer, das ist ja ziemlich genau ausgeglichen. Das, da ist noch ein bekannter Fehler. Was wir aus meiner Sicht auch noch brauchen, und das können wir uns mal angucken, ist hier Polizei und Feuerwehr. Also hier auf der Seite ist nichts. Wir brauchen es eigentlich auch für Marxloh. Geld haben wir. Dann schauen wir mal. Hier so eine städtische Polizeiwache. 220.000. Da haben wir 10 Arreststellen, 6 Streifenwagen. Die städtische Polizeiwache wäre natürlich schon ganz, ganz elegant. Kriegen wir die hier irgendwie rein? Ich will die nicht an die Hauptstraße setzen. Aber vielleicht hier an die obere Straße oder hier vorne. Kriege ich die hier an die Schenkenstraße? Das nicht, aber hier an die
obere Straße, kann ich sie platzieren, da ist der Bedarf an Gebäuden, wird hier nicht gedeckt. Und bei der Feuerwehr, die können wir hier an die Espenstraße setzen. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen planieren. Und dann können wir nämlich hier, haben wir hier quasi eine Feuerwehr. Ich gucke mal, eine städtische Feuerwehr ist vielleicht doch ein bisschen mal die ja, für 5 mehr, 5000 mehr gibt es 6 Lux-Fahrzeuge. Das machen wir auch. Wir setzen die hier vorne hin. Dann haben wir das nämlich auch im Griff. Mal gucken hier bei den der Briefkasten, der muss mal bewegt werden. Kann ich dich bewegen? Ne, nicht so richtig. Dann brauchen wir hier auf dem Teilstück auch nochmal Briefkästen und reißen dann hier diese Straßen ab. Und bauen diesen Teil auch nochmal neu. Mal kurz ab, bis die Halle verschwunden sind. Haben sich alle aufgelöst. Gut. Dann definieren wir auf dieser Seite auch noch mal ein paar Straßen für die Unternehmen. Ein weiteres generisches Muster, dann brauchen wir wieder die Hilfslinien für die Zonierung. Hier passt noch was nicht ganz. Das korrigieren wir noch mal eben. Besser. Wir platzieren hier wieder an das Ende die Kreisverkehre, damit die LKWs auch wenden können. Und dann, wie gesagt, die Hilfslinien entlang der Hauptstraße. Das ist wunderbar. Dann setzen wir noch die regulären Fußwege. Die brauchen wir nämlich hier auch noch, damit man hier die Verbindung zu Fuß nutzen kann. Wie gesagt, wir brauchen dann demnächst auch noch den öffentlichen Nahverkehr. Das werden wir dann mal in Ruhe angehen. Hier fehlt noch ein Kreisel. Ich hoffe, dass der Bug auch irgendwann mal behoben wird, dass die Kreisel dort nicht diese Probleme haben mit den Fußwegen, das ist wirklich ein bisschen nervig. Und gibt es aber auch keinen Grund dafür, warum er da so Schwierigkeiten hat. So, hier haben wir die Verbindung rübergezogen. Hier können wir mal durchgehen.
der Stadtgrenze nehme ich sie noch mal raus. Denn ich glaube, da haben wir noch ein kleines Geländeproblem. Das setzen wir dann irgendwann mal später an den Einfahrten. Machen wir hier noch mal hohe Dichte an Gewerbe. Also quasi Geschäfte entstehen, die für die Beschäftigten dann sind. Gucken wir mal, hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Das kann jetzt sich auffüllen. Wir werden jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein bisschen die diese harten Kanten ein bisschen aufweichen, sofern es geht. Wie gesagt, hier kommen die Kraftwerke hin, die werden wir dann wahrscheinlich auch bald platzieren müssen. Auf dieser Seite ist es auch noch sehr hart. Das entwickelt sich hier aber doch sehr schön, unser neu gestalteter Stadtteil Osterfeld. Oh, das sieht doch wirklich prima aus. Nutzen wir diese Stellen hier noch für dichtes Gewerbe entlang der Bergstraße und dann spendieren wir noch ein paar Bäume. Also, ich mache mal den Pinsel etwas kleiner und dann können mich hier entlang ein paar Birken pflanzen. Das schirmt das Ganze dann ja so ein kleines bisschen ab. Damit es vor allem auch aus Marxloh dann nicht so stark gesehen wird. Das heißt, wir werden hier auch auf der Seite, da werden wir sowieso nichts bauen, dann hier mal ein paar Birken pflanzen. Ja, das ist hier sinnvoll und hier auch. Hier ist noch ein bisschen Platz an der Marktstraße für hohe Dichte an Gewerbe. Können wir hier nochmal so kleinere Plätze definiert. Winziger Stadtpark, kleiner Park. Aber dafür können wir das noch hier irgendwo rein gesetzt. Der nicht winziger Park, der würde hier passen. Dann machen wir das doch hier rein. Wieso nicht? Das kann doch hier eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sein. Für die Beschäftigten da oben müsste sogar noch ein kleiner Park reinpassen. Noch Feuerstelle, kleiner Platz. Der passt da leider nicht rein. Schade, ist ein bisschen zu groß. Dann den so. Ja. Zu guter Letzt noch die Prüfung, können wir hier, ich glaube von dem Park können wir keine Fußwege wegsetzen, das klappt leider nicht. Schade, aber ich glaube, wir haben hier Osterfeld jetzt doch deutlich attraktiver gestaltet. Der Verkehr bleibt weiter hoch. Der Parkplatz ist auch komplett gefüllt, auch dieser Parkplatz hier.
Das ist das Schicksal derer, die hier in Marxloh wohnen. Auch diese Parkplätze sind gefüllt. Aber wenn wir mal den Blick wagen jetzt aus Marxloh hier rüber. Klar, wir sehen die Schlote, aber verdeckt von den Birken und den Fichten. Ich denke, damit haben wir hier einen ganz guten Schritt gemacht. Werden dann nächste Folge schauen, ob wir hier noch mehr Strom brauchen. Ich glaube, wir können ja noch ein bisschen weiter raufgehen, aber da haben wir gerade einen guten Status erreicht bei der Bildung. Da müssen wir ran. Wir brauchen ein College und grundsätzlich auch eine Universität. Da müssen wir ran, damit auch der Bedarf an den Bürogebäuden steigt, denn der ist ja jetzt schon ewig quasi auf Null. Ja, das ist der Stand. Wir verdienen im Moment nicht so viel Geld. Woran liegt das? Wasser ist in Ordnung. Abfallwirtschaft ist etwas knapp, sollte aber passen. Da können wir im Budget vielleicht nochmal eine kleine Anpassung vornehmen. Dann sind wir auch noch nicht auf Maximum. So, jetzt haben wir den Status, dass wir jetzt Geld verlieren. Und zufällig ist es Postwesen. Das können wir natürlich nochmal beheben. Wenn hier die Post nicht ausgetragen wird, sind die Leute unzufrieden. Da können wir auch ein paar Briefkästen platzieren. Das ist ein leichtes. Auch hier haben wir nochmal auf der Seite die Möglichkeit, den Menschen den Zugang zum Postwesen zu geben. Ja. Das sollte sich dann erledigen, denke ich. Wie gesagt, wir verlieren jetzt gerade etwas Geld. Das, wie gesagt, wundert mich ein bisschen, aber ich denke, damit kommen wir zurecht. Die Kraftwerke fahren wir auf 114%. Ja, damit sind wir da wieder im Plus. Klar, wir haben jetzt die Industrie abgerissen, deswegen, das ist halt ein Problem. 30.000 Einwohner haben wir ja. Steigend, leicht steigend, aber der Bedarf an Einwohnern ist weit, oder Wohnraum ist weiter da. Das gehen wir dann an, dass wir dann auch hier weitere Zellen ergänzen. Hier auf der Seite werde ich noch ein paar Zellen kaufen. Wir werden dann hier ein Universitätsgelände platzieren und dann hier auch einen zweiten Zugang zur Autobahn bekommen, dass wir hier nicht nur eine Einbahnstraße haben. Gut, dann sind wir durch in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir fliegen nochmal nach Osterfeld und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.